Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Apfelcast on Air. Auch diese Woche berichte ich euch wieder über Aktuelles aus der Welt der Technik. Und was genau das ist, das schauen wir uns jetzt im Themenüberblick an. Neues Android-Tablet von Arcos. Apple aktualisiert iOS auf 6.0.1. Kim.com geht im Januar mit Mega online. Letzte Woche hat Arcos offiziell auf seiner Facebook-Fanpage das Arcos 80 Cobalt angekündigt. Ja, das Ganze ist ein 8 Zoll großes Android-Tablet und was die Specs davon sind, schauen wir uns jetzt mal an. Das 8 Zoll große Display verfügt über eine Auflösung von 1024 auf 768 Pixel. Des Weiteren ist ein Dual-Core-Prozessor mit 1,6 GHz verbaut und 1 GB Arbeitsspeicher sowie 8 GB Onboard-Speicher. Dieser Onboard-Speicher lässt sich auf bis zu 64 GB mit MicroSD-Karten erweitern. Ein kleines Manko dieses Tablets sind die Kameras, denn die Front-Facing-Kamera hat gerade mal 0,4 Megapixel und die Rückkamera 2 Megapixel. Das ist alles in allem wirklich nicht sonderlich viel und ja, zum Fotos machen ist das wirklich nicht geeignet, höchstens wenn man wirklich unbedingt was abfotografieren muss. Aber ich finde auch ganz zeitgemäß ist es nicht zu der Konkurrenz eben von den anderen Tablets her, aber trotzdem hat Arcos sich für diese Kameraauflösung entschieden. Das Tablet an sich ist mit 12 mm an der dicksten Stelle ziemlich schmal und es wiegt gerade mal 470 Gramm. Das ist auch nicht gerade schwer. Leider gibt es noch nicht viele genauere Infos zu dem Release bzw. zu dem Preis. Allerdings lässt sich das recht einfach schlussfolgern. In vielen Gerüchten wird darüber gesprochen, dass es deutlich unter 200 Euro kosten soll und was ziemlich logisch ist, es soll noch vor dem Weihnachtsgeschäft veröffentlicht werden. Also können wir mal da gespannt bleiben, was Arcos da so auf uns zukommen lässt. Apple hat nun iOS 6.0.1 für iPhone, iPad sowie iPod Touch veröffentlicht. Die Originalversion, also iOS 6.0, ist noch nicht so lange draußen, trotzdem hat Apple schon nach dieser kurzer Zeit ein kleines Update nachgereicht. Ja, der Grund hierfür sind hauptsächlich einige Bugfixes, die einfach Apple hiermit nachreichen will und somit die Leistung der verschiedenen Geräte verbessern und optimieren möchte. Eines der vielen Erweiterungen ist zum Beispiel die bessere Kompatibilität mit WPA2-Schlüsseln. Da gab es wohl in letzter Zeit einige Probleme bei diversen Netzwerken und eben WLAN-Routern von verschiedenen Herstellern. Das wurde jetzt unter anderem verbessert. Vielleicht habt ihr auch schon mitbekommen, dass es bei einigen iPhone 5 Modellen einen Grafikbug sozusagen bei der virtuellen Tastatur gibt, also dass die etwas zittert bzw. blinkt. Das soll jetzt hiermit auch behoben sein bei allen Geräten und wenn wir schon bei Blinken und Blitzen sind, der Blitz vom iPhone 5 oder allgemein von den verschiedenen Modellen sollte nun mit diesem Update optimiert sein, sodass es für die Fotos eine bessere Qualität gibt bzw. die Belichtung nun besser stimmt. Gerade beim iPhone 5, für das es bei diesem Update viele Verbesserungen gibt, gibt es eine kleine Besonderheit. Denn ihr könnt bei diesem Modell das Update nicht wie gewohnt direkt mit dem Gerät herunterladen, also in den Einstellungen, Softwareaktualisierung und so weiter. Das geht bei allen anderen Modellen bei diesem Update, nur nicht beim iPhone 5. Das müsst ihr, so wie man ja sozusagen das früher gemacht hat, an einen PC oder auch Mac anschließen, iTunes starten und dann kommt auch schon die Pop-up-Meldung, dass ein Update verfügbar ist. Und das könnt ihr dann ganz einfach installieren. Also das ist ein bisschen schade, wie ich finde, dass es gerade für das neueste Modell das eben nicht funktioniert. Aber ja, das hat sich wohl Apple schon was dabei gedacht. Ich schätze mal, weil es tiefer ins System eingreift, dieses Update. Ja, also falls ihr dazu mehr erfahren wollt, findet ihr auch einige Anleitungen dazu auf newhow.com. In einer der letzten Ausgaben habe ich euch von dem Projekt Megabox von Kim.com berichtet. Nun hat sich allerdings hier einiges verändert bzw. konkretisiert. Als erstes, das Projekt soll nun nicht mehr Megabox, sondern einfach nur noch Mega heißen. Die bereits dafür registrierte Domain nennt sich auch me.ga, also ganz einfach Mega. Ja, das Konzept ist eigentlich gleich geblieben, also dass Nutzer eben die komplette Kontrolle über ihre Files haben, also die Dateien, die sie hochladen, aber eben auch die komplette Verantwortung, also jeder User haftet für das, was er hochlädt. Denn bei Mega Upload, was natürlich der Vorgänger von diesen ganzen Sachen waren, da gab es einige Probleme, rechtliche Probleme. Also da wurde natürlich Kim.com an den Pranger gestellt, Auslieferung in die USA und so weiter. Da gab es einige Gerichtsprozesse. Ja, Kim.com hat da jetzt aber ziemlich viel erreichen können. Also da hat sich einiges ins Positive gewendet. Allerdings steht die Anhörung immer noch aus. Ja, ob er den
nun ausgeliefert werden soll. Diese findet ironischerweise genau an dem gleichen Tag statt, an dem das Ganze veröffentlicht werden soll. Und zwar, das ist der 19. Januar. Auch auf der Seite, wenn man auf kim.com/mega geht, da seht ihr dann auch schon diese Animation mit dem Button, der sozusagen die Welt verändern soll ab diesem Tag. Und wie immer baut Kim Schmitz bzw. Kim.com, wie sein neuer Name sozusagen ist, das mit sehr viel Prunk und Glamour auf und lobt sich auch selber sehr groß, aber das ist typisch für alle seine Projekte und meistens ist es auch gerechtfertigt, denn das, was er liefert, ist wirklich sehr gut. Ja, sind wir gespannt, was da rauskommt, was das Ganze werden soll. Bei Megabox ging es ja hauptsächlich um Musik, wie man das aus den einzelnen Videos, die er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat, entnehmen kann. Das kann natürlich sein, dass sich das jetzt ändert, dass es wieder für mehr Dateien offen wird und ja, also ich bin mal sehr gespannt, was er uns da anbieten wird und natürlich auch in diesem Fall werde ich euch auf dem Laufenden halten. Das war's auch schon mit der dieswöchigen Ausgabe von Apfelcast on Air. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Ansonsten findet ihr wie immer alle weiteren Infos zu den einzelnen Themen auf newhow.com/news. Ja, ich bin wieder nächsten Mittwoch für euch da und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Mal.